Bruder, wie funktioniert das? Alter, Freunde, ich heule. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Alter. Und diesmal in einer ganz anderen Kulisse. Ich bin mit Canelo am See im Park, weil heute machen wir ein richtig, richtig ekelhaftes Video. Und ich glaube, in diesem Video werde ich kotzen. Ich werde kotzen, ich werde spucken und ich weiß nicht, was mit mir passieren wird heute. Aber ich drehe das für euch, weil das wirklich sehr interessant ist. Wir haben hier einmal den stinkesten Fisch auf der ganzen Welt. Der stinkt so ekelhaft, Alter. Und heute testen wir, wird den Canelo fressen oder nicht? Canelo, was sagst du? Wirst du ihn essen? Fisch? Der stinkt. Wirst du ihn trotzdem essen? Hier im Park, hier geht Canelo öfter ins Wasser. Canelo, schau mal hier. Komm rein. Geh ins Wasser. Ja. So Feini? Ja, bist du Feini, ne? Okay, geh schwimmen. Er geht bis zu den Schultern rein und dann geht er nicht mehr rein, weil er Angst hat. Canelo, komm, schwimmen. Geh, okay, geh schwimmen. Canelo, raus. Steh, nein! Mann, Digga, du machst dich doch brutal dreckig. Jetzt hat er seine 5 Minuten. Was ist los, Frank? Canelo, was ist los mit dir, Digga? Ja, willst du Fisch essen? Willst du Fisch essen? Komm essen! Komm essen! Komm essen! Komm essen! Was ein komischer Hund! Nein, nein! Hey, lass mich in Ruhe! Was ist los mit dir, Digga? Sitz! Ja! Okay, rein! Rein, spring rein! Junge, ich hab so einen komischen Hund, Alter, ich sag's euch. Komm raus, komm! Stopp! Ah, Mann, ich bin total nass jetzt, Alter, was ist los mit dir? Das hier ist ein Rottweiler, der seine 5 Minuten hat, wenn er nass ist. Wenn eure Hunde genauso drauf sind, schreibt es mal bitte in die Kommentare, Alter. Und steh! Was ein Vollidiot, was ist los, du Vollidiot? Canelo. Freunde, hört ihr das? Er hat auf jeden Fall ein bisschen Schmerzen beim Kacker machen, weil ich habe ihn mit Knochen gefüttert und irgendwie der Knochen härtet die Kacke irgendwie aus und dann wird die so köttelig und wird zu fest und dann tut es beim Kacker machen weh, Alter. Ich habe daraus gelernt, dass Canelo keine Knochen mehr von mir bekommt zum Essen. Ich habe ihm Kalbsknochen gegeben und irgendwie hat er jetzt Schmerzen beim Kacken, deswegen bekommt er keine Knochen mehr von mir. Als Tipp für mich, nein, als Tipp von mir für euch, gebt euren Hunden keine Knochen, auch wenn die erlaubt sind. Aber ihr, yeah, ich habe nur Probleme mit ihm und der hat heute den ganzen Tag Schmerzen gehabt beim Kacken. Einmal mein Werkzeug, das ist irgendwie ein Dosenöffner. Handschuhe, einwegbare Handschuhe, weil ohne Handschuhe werde ich das niemals öffnen. So Freunde, wir ziehen jetzt die Handschuhe an. Wenn der Geruch irgendwie in meinen Händen kommt oder das sich irgendwie einfrisst oder so, Digga. Ich schwöre, ich kann die ganze Nacht nicht schlafen, ich muss dann kotzen. Ich bin wirklich sehr gespannt, weil Freunde, ich bin wirklich sehr empfindlich. Mann, ihr Enten, halt mal eure Alter, Mann. Ich drehe doch gerade ein Video, Digga. Handschuhe sind bereit. Jetzt brauchen wir diesen Öffner hier. Wie funktioniert der eigentlich? Oh nein, Alter, es ist das scheiß gerissen, Alter. Ich bin so ein Vollidiot. Ich bin ein bisschen überfordert, Freunde. Ich muss mir das jetzt überlegen, wie ich das mache am besten. Okay, ich überlege mir jetzt kurz was. Bis gleich. Ich mache jetzt den ersten Versuch. Ich mache nur ein bisschen auf und riech dran, okay? Canelo, komm mal hier. Wie geht das überhaupt? Alter. Junge, was mache ich hier? Okay. Ich habe ihn jetzt. Wie funktioniert der Scheiß, Alter? Was ist das, Mann? Bruder, wie funktioniert das? Oh! Oh! Zwei Stunden später. Oh, was ist das? Oh, was ist das für ein Geruch? Oh, was ist das? Bruder! Oh mein Gott, was ist das? Canelo, was ist das? Oh. Oh. Alter, Freunde, ich heule. Ich schwöre auf meine Mutter, ich heule. Mir kommen die Tränen einfach, weil es so krass stinkt.
Jetzt verstehe ich die Leute, die haben nicht geschauspielert. Das ist wirklich die Wahrheit. Das stinkt nach Alter. Ah, scheiße, Digga. Boah, Alter. Alter, Canelo, komm mal hier. Komm mal hier. Komm mal her. Lecker, ne? Für ihn riecht es gut. Schau mal hier. Freunde, das ist kaputt gegangen. Lass mal, wir lassen jetzt mal Canelo essen. Alter, schau mal hier. Das schmeckt ihm gar nicht. Canelo. Junge Canelo, ich schaff meine Mutter. Ihm ist schwindlig. Ihm ist schwindlig. Canelo, was ist los? Schau mal hier. Er mag das nicht, schau mal, er mag das nicht. Canelo, komm mal her, das ist dein Essen. Alter, er mag das gar nicht, Digga. Freunde, mein Teil ist kaputt gegangen. Schaut mal hier. Hier, das Teil, das dreht sich nicht mehr. Das ist kaputt gegangen. Was soll der Scheiß, Alter? Freunde, ich versuche das jetzt ganze Zeit aufzumachen. Aber es ist wirklich schwerer als gedacht, Alter. Boah, das stinkt so, Bruder. Bruder, das stinkt so nach Kacke, Digga. Was ist das? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Kann, komm mal hier. Bleib mal hier. Oh, mir geht's halt gar nicht gut. Oh. Ich kann nicht mehr. Ich schwöre, ich kann nicht mehr. Bruder, ich kann nicht mehr. Bruder, Alter, stinkt es nach Tod. Ich schwöre auf meine Mutter, das stinkt so wie 100.000 verwesene Tiere. Oh. Boah, ich komme gerade gar nicht klar. Schau mal meine Augen, ich träne. Bruder, was ist das, Alter? Komm, wir versuchen das jetzt. Wir machen weiter. Komm mal her, zu mir. Zu mir, zu mir. Komm, er hat gar keinen Bock auf das. Komm her, komm her. Du musst mir helfen, wir machen, wir ziehen es beide durch. Komm, sitz. Wir ziehen es beide zusammen durch, Canelo. Oh mein Gott, stinkt es. Oh mein Gott, stinkt es. Oh mein Gott, stinkt es. Oh. Oh. Bruder. Freunde, sogar die Leute da hinten. Fühl mal da hinten. Sogar die Leute da hinten haben gesagt, was stinkt hier so asozial. Die gehen vorbei und halten sich ihre Nase zu. Alter, Freunde. Bruder, was ist das, Bruder? Ich weine, Bruder. Ich weine. Ja, Bauchschmerz. Jetzt schauen wir, ob das Canelo mag. Wir haben hier ein bisschen Fisch. Canelo. Lecker, essen. Nein, schau ihn an, schau ihn an. Er mag das nicht. Okay. Okay, Canelo, komm, essen. Essen. Okay. Er mag das gar nicht. Okay. Alter, nicht mal für 100.000 Euro, für 200.000 Euro würde ich das nicht essen. Keine Chance. Bruder, schau mal hier. Mir laufen ganze Zeit die Tränen. Mir laufen ganze Zeit, ich kann nicht mehr. Canelo, schau mal hier, komm, essen. Okay. Okay. Komm, essen, okay. Okay. Bruder, schau mal hier die Sauerei. Hier, kaputt. Handschuhe aufgerissen. Also erstmal gehe ich 3 Stunden duschen, Alter. Erstmal gehe ich 3 Stunden duschen. Ich kann nicht mehr. Freunde, schau mal, was ich mir hier antue für euch. Ich kann nicht mehr, Alter. Ich kann nicht mehr. Lecker Fisch, komm. Komm, Fisch. Okay. Canelo, okay.
okay. Der mag das nicht, Freunde. Ich glaube, wir schmeißen einfach den ganzen Scheiß weg. Canelo mag es auch nicht. Freunde, ich sag's euch, das ist einer der schlimmsten Gerüche, die ich in meinem Leben gerochen habe. Ich geh jetzt Hände waschen. Canelo, komm hier. Lecker, mit Fischwasser, Digga. Wir gehen jetzt nach Hause. Ah nein, jetzt bin ich total nass noch, Alter. Was ist das denn für ein Bastardtag? Komm jetzt. Komm. Ich kann nicht mehr. Wir sehen uns gleich, wenn ich zu Hause bin. Freunde, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Erstmal. Alter. 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 Digga. Es muss alles weg hier. Alles weg. Okay, riecht gut. Okay. Das ist meine Freunde, wenn ihr das riechen könntet, ne? Ich schaue auf meine Mutter, ihr würdet kotzen. Ihr würdet kotzen. Wenn ihr auch mal sowas probiert habt, dann schreibt es mal bitte jetzt in die Kommentare. Schreibt es jetzt in die Kommentare, wenn ihr das auch mal probiert habt. Ganz wichtig. Zu mir. Kanel, zu mir. Kanel, zu mir. Zu mir. Kanel, zu mir. Er mag nicht, Freunde, aber er muss. Komm her zu mir. Du stinkst nach ekelhaftem Fisch. Okay. Wir haben hier einmal Berry Shampoo mit Bärengeschmack. Bärengeruch, meine ich. Hundeshampoo. Machen wir ihn erstmal nass hier. Ah, mein Gott, Alter. Warte. Freunde, das muss sein, Alter. Das muss sein. Tut mir leid. Sein Pipi, Mann. Alles muss sauber gemacht werden. So, Freunde, wir haben jetzt noch mal Wasser. Wir tun jetzt ganz kurz ausspülen. Und dann hat er es auch geschafft. So. Conny hat gerade ihre 5 Minuten. Filmen Sie mal. Sie läuft einfach im Kreis. Stopp. Ah, Digga, warte, warte. Du bist noch nicht fertig, Junge. So. Canelo ist sauber. Ja. Wir haben jetzt alles gemacht, was wir machen wollten heute. Wir haben Canelo gewaschen. Wir haben diesen scheiß Fisch probiert, der nach tot gerochen hat. Wirklich, Freunde, tut euch das nicht an, wenn ihr kein Video dazu macht oder... Wenn ihr das nicht machen müsst und so, tut euch das nicht an, wirklich. Ich hätte es niemals gemacht. Hätte ich euch nicht und würde es euch nicht präsentieren. Ja, wie gesagt, wir kommen jetzt zum Ende vom Video. Danke an alle, die bis hierhin hingeschaut haben. Ganz wichtig, Freunde, folgt mir, folgt mir, folgt mir, weil ich glaube, 83%, die meine Videos schauen, folgen mir nicht. Deswegen, Freunde, folgt mir, aktiviert die Glocke, folgt mir auf TikTok, auf Instagram, ist alles hier eingeblendet. Und ja, schaut euch meine Videos an. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Und schreibt mal eure Meinung von diesem Video in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Bis dann. Tschüssi.